Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen. Jetzt mal etwas Wasser drauf. Ich bin irgendwie schon mitten in der Arbeit gedanklich. Also ich will hier so einen Horizont haben. Ich will heute ein abstraktes Meer malen und gebe das hier einfach mal drauf und freue mich, dass wir jetzt zusammen wieder ans Meer gehen können. Und fangen hier mal mit dem Horizont an. Also einmal Horizont abteilen. Und das Werkzeug kennst du schon. Das habe ich schon oft im Kanal. Also ich will heute gedanklich wieder ans Meer und ja, nutze die Malerei dafür. Mach mir den Ort zu Hause einfach zu meinem Urlaubsort und reise an das Meer. Und ich freue mich, dass du mit mir reist heute. Und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und hoffe einfach auch, dass du danach auch ja, anfängst mit dem Malen oder am besten gleich zu deinen Werkzeugen greifst und ja, einfach mal wieder einen schönen Horizont sehen und das Meer dabei hören und einfach Spaß haben. Den Sand vom Strand natürlich noch aufbringen, denn da spazieren wir heute lang über den nassen, kalten Boden gehen und dabei auf die Nordsee schauen oder den Atlantik natürlich. Und ja, komm, lass uns abtauchen. Thank you.
schön. Es hat Spaß gemacht. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das gefällt mir total gut und das ist ja auch immer schön, wenn man mit seiner Arbeit ja ganz glücklich ist. Denn der Weg war diesmal etwas mühsam. Die Aufträge dauern manchmal etwas lange und dann muss man doch auch durch dieses Tief gehen und am Ende wird man sehr belohnt. Also ja, zwischendurch dachte ich so, na, ob das was wird. Aber dann hat sich das Durchhalten für mich gelohnt und irgendwann war es für mich wieder an einem Punkt, wo ich so dachte, ja, das ist schön. Also ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben und machst einfach. Ja, und das ist auch von mir das Bild. Ich liebe einfach diese Farben und diese Struktur, oh, ganz abstrakt und gegenstandslos. Aber ich mag eben auch diese Mischung. Also mach einfach dein Ding, mach, was dir gefällt und greif am besten jetzt gleich zu deinen Farben. Also viel Spaß. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir beide zusammen hier ans Meer gehen konnten. Und ja, die Pinselstriche oder beziehungsweise die Haare sind wieder einfach runter. Die Bürste hat ein paar Haare verloren, aber die sind jetzt alle wieder weg. Wenn dir das Video gefällt, bitte liken. Dankeschön und ja, einen ganz schönen Sonntag wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt muss ich dir gerade noch mal zeigen, da, wenn das Licht da drauf scheint, dann verändern sich auch immer wieder die Farbtöne. Eigentlich ist der Farbton im Schatten richtig dunkel und hat ein sattes Blau. Und wenn das Licht darauf scheint, erscheint es richtig hell. Und das gefällt mir auch immer ganz so schön an den Bildern. Buch auf Seite 23 findest du etwas zu eben diesem Werkzeug, dem Kuchenheber, und genau darum geht es heute und dass du damit eben ganz schön arbeiten kannst, auch pastos arbeiten kannst, dass eben dieser Farbauftrag, diese Prägung des Werkzeugs einfach auch sichtbar ist, genauso wie mit dem Malmesser oder Palettenmesser. Also in der englischen Ausgabe ist es immer zwei Seiten weiter. Einen ganz schönen Sonntag für dich. Danke für dein Like, danke für dein Abo und ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Kommentar. Ich freue mich so sehr und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ja, ich sage es immer wieder, aber es ist einfach so und gibt mir ganz viel zurück. Dankeschön.